Du bist in deiner eigenen Welt. Was unten auf der Erde abgeht, interessiert dich überhaupt nicht mehr. Du fliegst, du siehst das, aber bist völlig frei im Kopf. Marco hat ein für Studenten eher ungewöhnliches Hobby. Er lernt fliegen. Bevor er heute zum 23. Mal in Mainz abhebt, checkt er mit Fluglehrer Dieter das Wetter und plant die Route. Eine Frage noch. Du hattest gerade gesagt, 3500 Fuß möchtest du als Reiseflug nehmen? Ja. Ab wo? Also ein Steigflug bis Langenlonsheim und dann ab Wald, Böckelheim, okay. Halten wir dann genau die 3500 Fuß und fliegen dann bis Koblenz so durch. Grob zusammengefasst, was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach ums Flugzeug gehen, schauen, ob irgendwelche Beschädigungen da sind. Ist alles fest? Ist alles dran, was dran sein muss? Ist im Motor genug Öl drin? Sind irgendwelche sichtbaren Beschädigungen? Okay. Ich schaue mir jetzt hier im Innenraum nochmal alles an. Was mir die Tankuhr anzeigt, bediene nochmal alle Ruder. Guck mir die Instrumente an, ist irgendwie was fehlerhaft. Jo, dann können wir sie eigentlich rausschieben. So, jetzt kannst du rüber. Marco macht einen Pilotenschein für Leichtflugzeuge. Der kostet rund 6.000 Euro. Vor allem kostet Fliegen aber Zeit. Der größte Teil einer Flugstunde spielt sich am Boden ab. Hallo, ich stehe hier mit der Delta Echo Tango India Kilo und bräuchte ein wenig Abgas. Nicht nur das Gewicht der Mitfliegenden, sondern auch Luftdruck und Temperatur bestimmen, wie viel Sprit die Maschine verbraucht. Marco rechnet mit etwa 50 Litern. Gut. So, dann können wir die Headsets aufsetzen. So, ich schaue extra mal ein bisschen weiter hinten auf. Ja. Haben wir noch ein paar Reserven? Aber das sollte man immer machen. You have paid for all the runway, use all the runway. Ja, klar. Für die heutige Flugstunde hat Dieter eine Notlandeübung geplant. Wenn wir jetzt einen Motorausfall hätten, wo könnten wir denn hier am besten landen? Der Marco ist schon recht weit. Er kann sicher das Flugzeug beherrschen. Bei ihm geht es jetzt noch so ein bisschen um Nuancen, aber ihn würde ich schon als gut fortgeschritten bezeichnen. Motorausfall über Herz, Feld, Versuch Notlandung, bitte Rettungskräfte. Genau, okay. Leute, Fox von Charlie Tango. Charlie Tango meldet sich ab. Position. Mein Gott, ist da was los? Südwestlich von Trier. Charlie Tango ist kurz. Okay, jetzt Klappe setzen. Frequenz 7000. Jawohl. Lego Mike in der Sierra, ich habe noch keine Höhenanzeige. Okay, und wir starten durch. Geschafft. Marco hat bewiesen, dass er im Notfall weiß, was zu tun ist. Nächstes Ziel, Koblenz. Beim Anflug auf Koblenz orientiert sich Marco an Landmarken. Noch näher hier an uns dran, direkt hier vorne schon. Über die fliegen wir dann drüber? Ja, das ist praktisch schon der Gegenanflug. Perfekt. Das heißt, du kannst sogar schneller sinken, das wird keine 3 Minuten mehr dauern. Jawohl, noch ein bisschen näher ran. Noch was näher ran. Ja, wir haben näher ran an die Bahn. Näher ran, näher ran. Noch näher. Ja, jetzt lass sie kommen. Jawohl. Okay, alles gut. Ja. Okay, das passt. Ja, schönes Wetter haben wir hier. Ja. Damit ist die Flugstunde fast vorbei. Bevor Marco nach Mainz zurückfliegt, noch ein Zwischenstopp. Hast du eigentlich schon mal den Griechen probiert? Der ist gut.